Ich meine, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Es ist einfach ein schöner, sonniger Tag. Und ich verspüre das Bedürfnis, mich wieder filmen zu müssen, um mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Es ist schon schlimm mit mir. Jetzt fährt der Glück schon wieder durch Büsenau und filmt sich. Das geht doch nicht, oder? Kann doch nicht einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren und sich dabei ständig zu filmen. Ne? Zu meiner Madame haben sie letztens gesagt, in der Tiefgarage, ob es denn sein könnte, dass ich mich selber gern in Szene setze, ja, so einen Selbstdarstellungstrieb hätte. Das ist ja verboten, ne, in Deutschland. Da steht Zuchthaus drauf. Ne? Ach, das habt ihr nicht gewusst? Doch, doch, das ist quasi eine Straftat nach Paragraph Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 32a, Absatz 4. So ist es, Freunde. Ja, jetzt hat er den ganzen Tag nichts zu tun, außer sich zu filmen im Auto. Das wäre ja nicht mal so schlimm. Aber auch noch auf meine Kosten. Das zahlt ja alles der Steuerzahler, sozusagen. Es wäre Zeit, wenn mal wieder jemand anders an die Regierung käme. Es muss ja nicht gleich ein Adolf Hitler sein. Ja? Aber so ein kleiner Adolf, das wird schon reichen. Ja? Mal da steht ein nackter Mann, du. Das ist doch... Ja, pfui Teufel, du. Sowas gehört verboten, ja? Junge Männer mit nacktem Oberkörper. Da wird man doch gleich ganz geil, wenn man Gabi heißt. Sauerei. Oh, jetzt drehe ich gerade noch mal um. Jetzt muss ich einen U-Turn machen. Gerade habe ich was gesehen, du. Oh, Disney, du. Fahrschule. Muss das sein. Immer wenn ich fahre, habe ich die Fahr... Büsenau ist ja die Hochburg der Fahrlehrer, gell? Ja, weil da halt niemand wohnt, weil die Straßen da frei sind. Da glauben die, man kann machen, was man gerade so will. Zurück zum Thema. Ich habe jetzt nochmal umgedreht, weil ich war zu schnell vorbeigefahren, ja, mit meiner Limousine. Ich habe gerade Rentner gesehen, die haben da Frühsport gemacht. Das muss ich euch zeigen. Ja. Das müsst ihr sehen, ja. Wenn ich da so mit dem Auto durch die Gegend fahre. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Jetzt, pass auf, jetzt muss ich ein bisschen langsam durch. Den Verkehr hinter mir behindern. Ja, da vorne sind sie. Da vorne sind sie schon. Da, ein Baum. Sieht man sie? Jetzt muss ich mal langsam tun. Ja, weil da kommen sie, gell. Da, die Rentner, du, im Frühsport, ja. Das müsst ihr sehen, Freunde. Unglaublich, du. Der ganze Tag nichts zu tun, ja. Erst ein bisschen Frühsport machen und danach gleich im Supermarkt die Kassen blockieren, indem man das Geld einzeln rauszählt. Per Cent, ja. 34,99. Ja, überholen, oh, du Arschloch. Hier ist 60. Dich zeige ich an. Ach, übrigens, habt ihr schon die Rentner gesehen? Jetzt reißen sie aus, ja? Ja, ja. Du, wollen sie nicht mal mehr in die Achim Glück Show? Oh, du, das sieht man's mal, die heutigen Rentner. Kein bisschen fernsehgeil. Die sollen sich mal ein Beispiel nehmen an den Jugendlichen. Ja? Können die noch was lernen? Wie man nichts lernt und Star wird. Für 2 Monate. Ja, das kotzt mich alles so an. Hi, ne? Du, ich muss mir die ganze Zeit filmen. Das ist schlimm mit mir. Kann ich, hast du... Aber mich nicht filmen, ich mag das nicht. Nein, nein. Ich mache einen schwarzen Balken drüber, gell? Komm, komm, warum? Ich hasse das. Ja? Fotografieren genauso. Findest du dich hässlich? Also ich finde mich, ja. Find mich jetzt total schön, so quasi. Also wahnsinnig. Ich könnte den ganzen Tag selber an mir rumfummeln. Ja. Danke dir.
Ciao. Ciao, wünsche schön. Du, ich wollte noch eine Brezel. Ah, oh, klar, machen wir doch. Das Problem ist halt, ja, bei so Leuten, die das nicht wollen, dass sie gefilmt werden, das ist ihr gutes Recht wegen Bild am eigenen Ton und so ein Scheiß. Also gehört verboten eigentlich als Top-Journalist. Ja. Muss ich das mal eine Lanze brechen für alle Kollegen. Das nervt, weil jetzt kann ich da wieder so einen schwarzen Balken drüber machen. Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das ist? Ja? Und wie viel Rechnerleistung das kostet? Und vor allem Zeit, bis diese Dreckskiste das gerendert hat. Ja? Nur weil so ein Typ da sich hässlich findet und jetzt gerade einen schwarzen Balken übers Gesicht hat. Ihr habt die Lösung. Den Leuten könnte man doch in echt so einen schwarzen Balken auf die Stirn nageln. Ja? Dann wäre der Fisch geputzt, obwohl gar kein Fischmarkt ist. Ich weiß, den Gag habe ich schon mal gebracht. Aber der Rudi Carrell ist auch 10 Jahre gereist mit 10 Gags. Hat keine Sau gemerkt.